Hallo ihr Lieben, ich verwildere zusehends, das verberge ich hier unter meinem komischen 60er-Mützgerlein, während ich hier mich einkaserniert habe zu Hause und versuche meine Steuererklärung zu machen. Finally, ein Ewigkeitswerk, bin jetzt auf einem guten Weg. Dank oder trotz Corona, weil es bedeutet ja nicht weniger Stress, sondern nur anderen. Aber das ist nur ein Randthema. Hier geht es um das wunderbare Thema Eigenverantwortung, an das jetzt gerade und eigentlich immer wieder so gern appelliert wird und das sich so wunderbar anhört. Und ich versuche jetzt allgemeinverständlich zu erläutern in diesem Video, warum das eine Mogelpackung ist. Und zwar aus einer tatsächlich wissenschaftlich informierten Perspektive. Ich habe das an der Uni gelernt vor 20 Jahren circa. Das ist also eigentlich in bestimmten Kreisen Allgemeinwissen. Man muss dazu sagen, das sind relativ liberale Kreise, also Leute, von denen ich das gelernt habe. Das sind also Leute, die solche Autoren lesen wie von Hayek und ähnliches. Also die eigentlich unverdächtig sind, irgendwie in bestimmte Richtungen zu tendieren und die mir also auch gar nicht in jeder Hinsicht wahnsinnig sympathisch sind. Aber genau diese Kreise haben dieses Wissen. Und insofern ist es sehr interessant, dass es sich nicht bisher durchgesetzt hat in der Öffentlichkeit. Ja, also es ist, ich will keine Verschwörungstheorie aufmachen, es ist nur bemerkenswert, weil es ganz alter Scheiß ist, ganz altes Wissen. Aber in unserem öffentlichen Diskurs kommt dieses Wissen so gut wie gar nicht vor. Wir tun so, als würde es nicht existieren, als würden wir das nicht wissen, was jetzt kommt. Okay, Prinzip Eigenverantwortung. Warum ist es eine Mogelpackung in ganz bestimmten Verhältnissen, wenn appelliert wird an die Eigenverantwortung der Zivilgesellschaft, der Bürger, der Menschen und so weiter? Es geht um Kosten. Es geht um Dilemmasituationen. Es ist hoch unproblematisch, wenn man an die Eigenverantwortung appelliert von Leuten, die sowieso geneigt sind, das zu tun, weil es sie nicht sehr viel kostet, das zu tun. Das heißt, es ist dann ein kleiner Anschluss, eine kleine Erinnerung und das ist dann hinreichend. Dort funktioniert das vielleicht. In der Regel haben wir jedoch andere Situationen. Ich nehme ein praktisches Beispiel: Lebensmittelindustrie. Also, wenn ich einen Lebensmittelproduzent habe, dann werde ich vernünftigerweise von der Politik, vom Staat dazu verpflichtet, bestimmte Hygiene- und Produktionsbedingungen einzuhalten. Es gibt Vorschriften. Wenn jetzt zum Beispiel nur an meine Eigenverantwortung appelliert wird und das nicht stichprobenweise kontrolliert wird, und zwar eben nicht nur ich, sondern auch jeder andere Lebensmittelproduzent, und wir alle das gemeinsam erwarten müssen, kontrolliert zu werden, gibt es sogenannte Anreize von diesen Hygienebedingungen und Produktionsbedingungen, die vorgeschrieben sind, abzuweichen. Warum? Ich kann, wenn ich bestimmte Vorschriften nicht einhalte, mir Kosten sparen. Und wenn ich Kosten sparen kann, dann kann ich meine Produkte zu einem Vorzugspreis am Markt anbieten. Das bedeutet, dass ich individuelle Vorteile habe gegenüber meinen Wettbewerbern. Da das alle anderen Wettbewerber auch wissen, ist zu erwarten in so einer Situation, wo nicht kontrolliert wird und sondern nur an die Eigenverantwortung appelliert wird, dass am Ende so gut wie keiner diese ethischen, erwünschenswerten Verhaltenspraktiken einhält. Und es gibt so eine Art Ethikdumping. Also es gibt sozusagen die ethischsten verschwinden zuerst vom Markt, weil die praktisch zuerst bereit sind, diese ethischen Appelle zu überhören, den größten Reibach machen, die größten Marktvorteile haben und so weiter. Das gilt halt vor allem für Konkurrenz- und Marktsituationen. In einer Gesellschaft wie unseren können wir voraussetzen, dass das so gut wie immer und überall der Fall ist. Also unethisches Verhalten hat, wenn es nicht kontrolliert wird und eingedämmt wird, immer irgendwelche Vorteile. Und dann kann sich irgendjemand von uns Wettbewerbsvorteile verschaffen. Und das bedeutet tatsächlich mit diesem blöden Buchtitel, der Ehrliche ist der Dumme oder der Ethische ist der Dumme in einer anonymen Großgesellschaft, wo es kein Dorf ist und informelle soziale Kontrolle gibt, sondern wo wir eben sehr große Möglichkeiten und Spielräume haben, so ein bisschen nicht ganz so genau zu nehmen und unsere Konkurrenz nimmt es ein bisschen genauer und schon haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Das ist erwartbar. Ne? Man redet hier von Gefangenendilemma, sogenannten Dilemmasituationen und so weiter. Dann haben wir noch andere Situationen, wo die Kosten versteckt sind. Wir leben in einer hochdifferenzierten Gesellschaft, in der die Lebenssituation von verschiedenen Menschen hoch unterschiedlich sind. Das heißt, die gleiche Verhaltensweise, jetzt zum Beispiel Corona-Krise. Zum Beispiel nicht auf die Straße zu gehen und was ein überflüssiges Verhalten ist von Person zu Person, von Lebenssituation zu Lebenssituation hoch individuell, dass die Kosten extrem ungleich verteilt sind und eigentlich sich die Gesellschaft untereinander darüber verständigen müsste, wie wir das regeln wollen, sodass nicht bestimmten Menschen viel, viel größere Nachteile entstehen als anderen. Ne? Also sozusagen eine gerechte Regelung. Das müssten eigentlich in einer hochdifferenzierten Gesellschaft die Menschen untereinander aushandeln. Das kann dann nicht über eine pauschale Regelung, die von oben eingekippt wird, so Top-Down-Führung, entschieden werden, weil
Diejenigen, die das entscheiden, überhaupt nicht informiert sein können, können sie nicht, mit bestem Wissen und Gewissen nicht, auch mit den besten Experten und Beratern der Welt, können sie nicht wissen, was die individuellen Alltagskosten, ja, das ist Ökonomik, das ist tatsächlich eine Wissenschaft, wissen viele nicht, ja, das ist die Wissenschaft letztlich von den Kosten des Verhaltens und das ist ein anderer Kostenbegriff, als wir ihn zum Beispiel in der BWL haben, deswegen eben redet man in der Wirtschaftsethik von Ökonomik. Also das heißt, Kosten im allgemeinsten Sinne, das können auch Zeit sein, das können psychische Kosten sein, das können alle Arten von Kosten sein, Beziehungskosten, also es ist ein ausgeweiteter Kostenbegriff, mit dem hier operiert wird, der also nicht rein monetär nur ist, oft sich aber dann doch in Geld irgendwo ausdrückt, aber eben nicht nur. Und da die Kosten so hoch unterschiedlich sind, können in einer solchen Gesellschaft gar nicht wenige, und seien sie noch so klug, intelligent, reflektiert oder auch selber sehr, sehr anspruchsvoll an sich selber, sehr ethisch, können das gar nicht wissen. Das heißt, momentan, ohne eine voll entwickelte Demokratie, ist es schlichtweg so, dass Politiker strukturell uninformiert entscheiden. Das heißt, das ist kein Fehler dieser Politiker, das ist ein Systemfehler. Das heißt, unsere Politiker können gar nicht die Informationen haben, die aber gut informierte politische Entscheidungen bräuchten, weil die Kosten so hoch unterschiedlich sind zwischen uns, ne? Also was dem einen kostet, der anderen kostet. Wenn man dann praktisch also mit der Gießkanne irgendwelche Maßnahmen beschließt, dann werden immer irgendwelche Bevölkerungsgruppen aufschreien, weil sie individuelle Kosten haben von dieser Maßnahme, die tatsächlich ungerecht sind. Und dazu muss man auch noch sagen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr viel geneigter sind aufzuschreien als andere. Also klassischerweise, wenn ich ganz böse bin, ist es meine eigene Schicht. Also die akademisch gebildete Mittelschicht schreit immer als Erste. Während andere Gruppen sich schon so gewöhnt haben in der Bevölkerung, dass ihnen alles aufgebürdet wird, dass sie gar nicht schreien, obwohl ihre Kosten gar oft höher sind. Das heißt, das ist also, wenn man das so macht, wie wir das momentan machen, kommt eine höchst ungerechte Gesellschaft zustande, in der die Kosten hoch unterschiedlich sind. Also man kann nur auf sowas hinweisen, es sind also wirklich tausend Themen, aber zum Beispiel jetzt die Schulschließungen, ja, das trifft halt nicht alle Haushalte gleich, die Kinder haben, ja. Nicht nur ältere Kinder, kleine Kinder, es trifft auch halt Akademikerhaushalte anders als Nicht-Akademikerhaushalte. Das hat also drastische Folgen für manche. Es trifft Alleinerziehende anders als Leute, die vielleicht ältere Geschwister haben, die aber schon sehr eingebunden sind und die Erziehungsaufgaben sehr vernünftig sind. Oder wo zwei, drei Erwachsene im Haushalt sind, die sich um die Kinder kümmern können. Ja, also das sind also, wie soll man sagen, Ungerechtigkeiten, die entstehen in so einem System, wo die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik erwartbar ist und der Normalzustand ist. Damit könnte man sich jetzt abfinden und sagen, so ist es halt, du kannst es nicht allen recht machen. Was man aber auch machen könnte, ist, die Demokratie weiterzuentwickeln, ne? Zu einer voll entwickelten Demokratie, wie ich mir jetzt angewöhnt habe zu sagen, das ist so ein bisschen entlehnt nach der Ute Scheub, die dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Demokratie, die Unvollendete. Ich finde das sehr freundlich formuliert von ihr. In meiner Fiktion gibt es ja kein Ende der Geschichte. Ich glaube nicht, dass jemals die menschliche Entwicklung zu einem Ende kommt, solange es Menschen gibt. Aber die demokratische Entwicklung kann doch bis zu einer gewissen Perfektion kommen. Also man kann sagen, diese Gesellschaft ist am demokratischen Ideal. Wir sind alle freier und gleiche und bestimmen alle mit gleichermaßen, näher dran und Gesellschaften sind weiter weg. Also wenn wir unsere Demokratie weiterentwickeln, kriegen wir halt eine Gesellschaft, in der alle betroffenen Gruppen eben eine Stimme haben im politischen System, die gleichrangig ist zu allen anderen Stimmen im politischen System, und zwar von Mensch zu Mensch. Und das ist dann nicht dieses Prinzip One Human Being, One Vote. Jeder hat ein Kreuz, aber am Ende haben manche Leute halt doch sehr viel mehr Einfluss auf politische Entscheidungen als andere. Sondern das ist das Prinzip, was man in der antiken Demokratie Isegorie genannt hat. Und das ist was ganz anderes. Ja, das ist auch nicht, wenn man das verwechselt eben mit der öffentlichen Meinungsfreiheit und denkt, das ist das gleiche wie Isegorie in der antiken Demokratie, das wäre ein großer, großer Irrtum, weil unsere Stimmen im öffentlichen Bereich auch nicht alle das gleiche Gewicht haben. Also wenn ich zum Beispiel jemand bin und ich bin eine öffentliche Person, eine sogenannte, und habe mehrere Millionen Follower irgendwo auf irgendeinem dieser komischen Social-Media-Portale, dann habe ich halt ein ganz anderes Gewicht als ein Mensch, irgendwie, der zwei Follower hat oder irgendwie so. Und auf den keiner hört. Ist der eine Mensch wichtiger als der andere? Sind dem seine Lebenserfahrung wichtiger? Das wäre ein undemokratisches Denken, das ist ein undemokratisches Prinzip. Deswegen ist öffentliche Meinung und Isegorie was ganz anderes. In der Isegorie, Isos steckt da drin, das ist die Gleichheit, ist garantiert, dass die reale Stimme, also nicht nur die Kreuzchenstimme, sondern das gesprochene Wort, die gleiche Wirkung hat von jedem Menschen, ja? Auch übrigens für Leute, die stumm geboren sind oder stumm geworden sind. Ja, das kann man auch übertragen. Das ist gar nicht schwierig und gar nicht unmöglich, dass auch Menschen, die also keine Stimme haben, und zwar im wörtlichen Sinne, buchstäblich nicht, in der Demokratie sehr wohl eine Stimme haben und eine Wirkung haben als Person.
Das ist absolut machbar und das Mittel, wie immer, sind geloste Bürgerversammlungen. Dort kann man das leisten, dass diese Isegorie, die für die antike Demokratie konstitutiv war, ja, also es gibt gar keine Demokratie ohne dieses Prinzip, dass wir die ins Leben bringen und institutionalisieren. Und das muss so sein, wenn man einen Staat hat, einen demokratischen Staat, dass man eben die Isegorie tatsächlich gewährleistet und nicht am Ende doch wieder einige wenige entscheiden für alle in einer hochdifferenzierten Gesellschaft, wo die Kosten so unterschiedlich verteilt sind, dass man sich als Ökonomiker nur an den Kopf langen kann, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, das so zu machen, wie wir das derzeit tun. Das ist also wirklich so barbarisch, so vorsintflutlich, wie mittelalterlich, dass mir die Worte fehlen, das also mit der Wucht auszudrücken, die das für mich hat, was wir da tun. Ja, also demokratisch ist das nicht, kurz gesagt. Und wir können es aber demokratisch machen. Wir können unsere Verfassung weiterentwickeln, wir können unsere Demokratie weiterentwickeln. Wir müssen es dringend, dringend, dringend tun, damit wir überhaupt spüren, welche Kosten hat welche Entscheidung für alle, und zwar untereinander. Ja, und dann informieren wir gemeinsam gewählte Berufspolitiker, die von uns gewählten Berufspolitiker, was wir gemeinsam wollen. Aber was welche Kosten hat, das müssen wir erstmal voneinander spüren, weil das wissen wir alle nicht. Ich weiß, welche Entscheidungen, die gerade gefällt werden, welche Kosten die in meinem kleinen Leben, in meiner kleinen Bubble haben, bei meinen Freunden, Verwandten. Aber ich weiß nicht, welche Kosten das für euch hat. Das weiß ich nicht, solange wir nicht in einem Raum zusammen waren und wir uns auf Augenhöhe miteinander austauschen konnten. Und das passiert auf gelosten Bürgerversammlungen, auf gelosten Bürgerratsversammlungen. Dort passiert dieser Austausch und dann spüren die Leute, okay, das ist vielleicht ein bisschen wichtiger als das. Ja? Oder damit brauchen wir eine kreative Lösung, wo wir bei dem Bedürfnis gleichermaßen gerecht werden. Aber diese Entscheidungen sind dann informiert, nicht auf der wissenschaftlichen Ebene, das schon auch, da werden ja auch Experten gehört. Also Bürger entscheiden ja nicht blind ohne Expertenrat oder ohne Rat von bestimmten betroffenen Gruppen, aber sie sind auch informiert über ihre Alltagsbedürfnisse. Und genau diese Information fehlt momentan in unserem politischen System. Und ein Ökonomiker würde sagen, es fehlt die Information über die individuellen und sehr verschiedenen Kosten, die bestimmte politische Entscheidungen sehr verschiedenen Gruppen in der Bürgerschaft aufbürden. Diese Information fehlt dem System momentan. Und das ist also hochdefizitär. Das ist keine gute Verfassung. Das ist keine gute Art, Politik zu machen miteinander. Das ist eine Form, Politik zu machen, die nur in Streit und Frustration ändern kann. Und auch teilweise in wirklich sehr massiver Frustration. Und zwar völlig zu Recht, aus meiner Sicht. Und zwar von unterschiedlichsten Gruppen, nicht von einer, von allen möglichen. Also sozusagen, wir alle kollektiv regieren uns gerade selbst sehr, sehr schlecht. Ja? Weil wir diese Verfassung haben, mit der wir uns gar nicht gut regieren können. Das ist niemandes Schuld. Das ist nicht der Politiker schuld oder diese oder jene Partei. Das ist, wenn man überhaupt in Schuldkategorien denken will, unsere verdammte gemeinsame Schuld. Wir sind gemeinsam schuld daran, dass wir eine schlechte Verfassung haben. Wer sonst? Ja, wir sind der Souverän. Sorry. Ja, also kannst du nur die eigene Nase fassen. Wir brauchen eine Demokratie, um uns zu informieren über die Kosten verschiedener politischer Entscheidungen. Was hat wer davon? Was kostet welche Entscheidungen wen? Und dann auf dieser Basis können wir vernünftige Entscheidungen treffen. Ja, und die sind deutlich, deutlich besser als das, was wir momentan hinkriegen mit unseren momentanen politischen Verfahren. Diese Verfahren gehören einfach optimiert. Ceterum censeo, Demokratia esse sortiendam.